muss noch mal sagen, es war ein Test, abgerechnet, bilanziert, wird erst am Ende der Weltmeisterschaft, vielleicht erst am 8. Juli, denn dann findet in Rom das Endspiel statt. Wir sind jetzt anderthalb Minuten über die Zeit. Vor 35.000 Zuschauern, die hier stellenweise munterer waren, als das Spiel zunächst dahin plätscherte. Und die dann mit einem halben Dutzend Toren doch noch entschädigt wurden. Das ist der Schlusspfiff von Schiedsrichter Bo Carlsson, der eine gute Leistung gezeigt hat. Und mit dieser Feststellung können wir uns hier oben aus den Rängen verabschieden. Ich höre, da unten ist es noch nicht ganz so weit. Versöhnliches Shake Hands zwischen Deutschland und Uruguay, den jeweils Doppelweltmeistern. Und ich kann jetzt noch mal kurz abgeben an Gerhard Meyer-Röhn. Jerry, bitte. Hans Beckenbauer, sicherlich ein harter Test, ein harter Vorbereitungsgegner. Ein Spiel, wir haben es schon gehört, sicherlich richtig mit viel Sand im Getriebe. Ja gut, das wusste man vorher, nachdem wir die Uruguay eingeladen haben. Wir haben das absichtlich getan. Wir wollten eher zum ersten Mal eine südamerikanische Mannschaft. Wir haben schon lange nicht mehr gegen Südamerikaner gespielt. Zum anderen wussten wir auch, dass die Uruguay einen sehr harten und konsequenten Fußball spielen. Das haben sie heute gezeigt, dass es sehr schwer ist, gegen sie zu spielen. Wir haben uns heute sehr, sehr schwer getan. Trotzdem hätten wir es gewinnen müssen aufgrund der Spielanteile. Das Problem Libero bleibt ein Problem, Franz Beckenbauer. Heute haben sie eben ohne Libero gespielt mit dieser Viererkette. Das ist sicherlich kein Konzept für die Zukunft. Nee, von dem sind wir abgegangen. Wir haben nicht mit der Viererkette gespielt, sondern wir haben mit den beiden Mandeker gespielt und mit der Absicherung nach hinten der Thomas Berthold. Nur Thomas Berthold hat eine hervorragende Partie geliefert. Ja. Wie geht es jetzt weiter mit der Mannschaft? Hat sich irgendeiner rausgespielt? Gibt es da eine Erkenntnis? Nein, ich glaube, dass die Mannschaft insgesamt recht gut gespielt hat. Wir wussten, dass es ein schwerer Gegner sein wird. Gegen diese Mannschaft aus Uruguay haben wir doch sehr viele Torszenen erspielt, einige hervorragende Kombinationen gezeigt. Es ist sehr schwierig. Ich habe die Uruguay einige Male auf Tape gesehen, wie sie auch gegen die Italiener gespielt haben. Da haben die Italiener bei Weitem nicht diese Spielanteile bzw. diese Tormöglichkeiten gehabt wie wir. Ich glaube, wir können optimistisch in die Zukunft blicken. Fehler war natürlich in der zweiten Halbzeit einen Torhüter zu bringen, der vorher 45 Minuten auf der Bank war. Normalerweise macht man es nicht, aber ich wollte dem Raimund Aumann, der in den letzten Monaten so gut gehalten hat, ein kleines Zuckerl geben und wollte ihn in der zweiten Halbzeit spielen lassen. Und das war natürlich ein Fehler. So. Vielen Dank, Franz Beckenbauer. Meine Damen und Herren, das war's hier aus dem Stuttgarter Neckarstadion. Ich darf jetzt zurückgeben zur nächsten Sendung. Bitte eine Sondersendung aus Hamburg.